So, YouTube, hallihallo, hallöle, da sind unsere Hubschraubschraps. Die fliegen fleißig umher und wir müssen auch fleißig sein. Und zwar brauchen wir einen Kühlwagen mit einer hohen Kapazität. Rumänien, der fährt sogar 2006 noch rum. 6 Meter. 6 Meter. 8 Tonnen, 7,5 Tonnen. 95. Warum sollte ich den nehmen statt den? Ich weiß immer nicht. Macht das irgendwo Sinn? Warum sind die langsamer? Ich meine, die Motorleistung ist höher, aber ist das besser? Fahren die dadurch schneller an? Aber ich würde mal so einen rumänischen Fleischtruck nehmen. Und hier auch die Kapazität. Wir wollen ja da ein Lager befüllen. Da würde ich auch sagen, nehmen wir dann die größeren hier. Dann können wir einmal den oder den nehmen. Der hier ist aber 16 Meter lang und der ist 6 Meter lang. Das ist für die Stadt, glaube ich, ein bisschen besser, wenn die nicht so elendig lang sind. Andererseits, der kann auch ein bisschen mehr Alkohol transportieren. Und Kleidung. Ja, dann nehmen wir den. Also wir brauchen Essen. Bei Kleidung brauchen wir nicht den mit 8,5 Tonnen. Da können wir auch kleinere nehmen. Gut, andererseits befüllen die aber das Lager da. 5 Tonnen. Nee, wir machen das schon. Kleidung. Und bei Elektronik bin ich mir nur nicht so sicher. Bei Elektronik würde ich vielleicht nicht so den riesigen, weil die geht echt wenig weg. Ah, komm, hier 3,6 Tonnen Elektronik, das reicht, so ein kleiner hier. Er muss auch nicht schnell fahren im Zweifel, also da gibt es Schlimmeres. Und das ist ja eigentlich nur, um das Lager aufzufüllen, dann hier hinten. Und von dem Lager aus können auch andere wegfahren. So, dann stehen hier nämlich 4 LKW und 2 können rein und raus fahren. So. Abwasser ist immer noch nicht bereit. Fleisch und Essen kriegt ihr gleich. Kultur. Ja, Kultur fehlt denen hier hinten. Da gebe ich ihnen recht. Hier haben sie aktuell gar nicht. Sport funktioniert. Das war wichtig auf jeden Fall für die Ecke. ...4030 Einwohner. 3% Arbeitslose. Ist ein bisschen besser geworden wieder. Gesundheit ist eigentlich okay. Verschmutztes oder kein Trinkwasser? Okay, irgendjemand kriegt kein Trinkwasser. Die hier. Die haben kein Trinkwasser. Dann haben die auch kein Abwasser, oder? Reicht das Abwasser zu euch? Wir haben weder Abwasser noch Trinkwasser da hinten. Oh weh. Ja, das ist kritisch. Das ist nicht gut. Dann würde ich auch hier hinten erstmal das Abwasser planen. Und da können wir nämlich daran. Das Gute ist, hier haben wir schon so einen Platz, den wir einfach weiterverwenden können. Oh, vielleicht so in irgendeiner Stelle. Ah, könnte ein bisschen zu eng werden. Ne, ich sehe keine Probleme. Geht. Dann kann der nämlich daran. Und dann kann an dem hier das Abwasserding. So, wir haben jetzt eins hier hinten. Das würde bis hier gehen. Wir haben eins hier. Das würde bis hier gehen. Und dann brauchen wir eins, ja, eigentlich können wir es hier hinsetzen, ne? Würde ich so sehen. Dann haben wir es hier hin.
Und... ja, eigentlich direkt so. Wir können ja von da rum und da rum und dann ist gut. Dann passt das. Jetzt fehlen noch die Straßen. Einmal die. Warum geht hier keine Straße ran? Ist da wieder so ein komischer Dotzi? Ah, da ist eine Straße. Ah, die habe ich nicht gesehen. Oh, das ist blöd. Ich habe Angst gekriegt, was der hier macht, aber er ist korrekterweise da. Vielleicht können wir das so rum da anschließen, an dem Müllplatz. Bei dem mache ich mir nur gerade Sorgen. Das ist der erste, der beliefert wurde. Kann das sein? Noch nicht, aber das hier wahrscheinlich. Ja. Kriegt der irgendwo einen Weg hin? Nee, nur weil ich den falsch rum habe. Oh, das ist nervig. Ah, das ist kacke. Warum? Weißt du, so ein Weganschluss, dass man den nicht nachträglich ändern kann. Abreisen. Und jetzt ist natürlich auch das Thema... Ja, dass die Dinger nicht mehr ran können. So, Weg in die andere Richtung. Was zu... Dingsi. So. Und dann können wir da ran. Okay, dann hätten die zumindest hier hinten Abwasser. Wichtig. Ist ja auch hässlich, das Rohr. Oh ne, passt schon. Das ist eigentlich okay. Dann können die das hier alle bauen. Das können sie bauen. Da sind wir zufrieden. Wasser brauchen wir. Da wäre der Wasseranschluss UNOS. Das Gute ist, die können überall hin. Wenn wir das hier hin machen, da können wir auf jeden Fall drüber. So, die brauchen noch nicht so viel Platz. Und dann können wir noch einen Verteiler... Na gut, da kommen wir nicht ran. Hier ist ein Weg. Stimmt, hier hinten ist ein Weg. Dann machen wir hier noch einen Verteiler. Das heißt, du kommst daran. Und du kommst daran. Klongs. Und dann können wir... Ey, meine Maus zoomt einfach. Bin auf die falsche Taste gekommen. Einfach hier noch so ein Wasserding sie irgendwo zwischen Zimmern. Hier hätten wir keinen Anschluss, oder? Mal gucken, ob wir da einen Weg rankriegen. Das ist jetzt die eigentliche Frage. So, okay. Kriegen wir das auch schöner hin? Vielleicht erst du und dann du? Ah, geht. Damit kann ich leben. Wir machen das nachher eh flächig mit Kies, dann sieht man es nicht mehr. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Apropos gute Lösung, brauchen die hier Müllplatz? Ah, die haben Müllplätze. Alles gut, habe ich schon mit eingerechnet. Mein Vergangenheits-Ich war wieder klüger. Und da wir von da auch noch abgehen können, kann ich den da anschließen. So. Und der braucht hier noch einen Weg. Plonks. So. Alle haben Wege, alle sind angeschlossen, alles ist verbunden. Nein, du nicht. Da kann man leider auch nicht, wenn man das umdreht, den Weg andersrum machen. Aber es ist, wie es ist. Oh, hier kommen wir auch noch mit Weg ran. Ah, die laufen alle hier hin. Ah, nee, doch nicht. Weil ich gesagt habe, die sollen hier nicht hingehen. Alles klar. Die laufen zu den Baustellen erstmal noch. Ja, lassen wir sie erstmal noch bauen. Die Häuser sind aber schon gut voll.
100 hier noch, 100, ja, 200, 300, 400. Bürger dürfen in dieses Gebäude einziehen, würde ich sagen. Abwasser müsste nämlich fertig sein. Jawohl. Sehr gut. Stau. Okay, das war irgendein Stau irgendwo, wo es wichtig ist. Oh, wo war der Stau? Stau. Ja, bitte, wo Stau? Du. Die Feuerwache. Ach so, die Feuerwache hier kann nicht bedient werden. Ja, gut. Die ist eh voll. Also, das ist kein Problem. Können das Stadtviertel so lange ein bisschen hübscher machen. Wir müssen auch mal wieder an unsere Regierungsloyalität denken und ein paar Monumente setzen, wenn die Zeit reifer ist, sag ich mal, wenn wir nicht so viel bauen. Okay, ich kann hier aber nicht mehr großartig Natur zurückbringen zwischen den Gebäuden. Hier auf der Seite ein bisschen. Jeder Zentimeter grün hilft, finde ich. Aber hier hinten kannst du es einfach vergessen. Vergigagessen. Hilft nicht. Okay. Ja, wir müssen unbedingt den Bahnhof anschließen. Jetzt ist so die Sache. Mit der Sache. Hier haben wir eine Route. Hier haben wir zwei Routen. Wir haben einmal den hier. Und der fährt nämlich durch die ganze Stadt. Und das ist ein bisschen schlecht. Weil die fahren... Also an sich, auch wenn die Busse eine hohe Kapazität haben, fahren die ja länger als eine Stunde... über diese Route. Länge des Abstands 600 Meter, benötigte Zeit 400 Sekunden. So, das sind aber 400 Sekunden in meiner Zeit. 400 Sekunden, was bedeuten 400 Sekunden in Spieltagen? Ein Spieltag dauert wie lange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sagen wir 22 Sekunden. So, 22 Sekunden. Also sagen wir 24 Sekunden, nicht eine Sekunde, eine Stunde. Dann 400 Sekunden. Sind dann ja mehrere Tage, oder sind das 400 Spielsekunden runtergerechnet? Das kann aber auch nicht sein, nicht? Also, dass der Bus eine Stunde rumfährt, ist schon klar. Auf jeden Fall ist die Route einfach zu lang. Wir müssen hier hinten eine Route draus machen, nicht? Und hier hinten. Also, einmal haben wir hier welche, die zusammenfahren. Und hier fahren vier und hier fahren vier irgendwie. So. Das heißt, wir gucken mal nach neuen Bussen. Achso, genau. Nachdem wir die Nahrung eingerichtet haben. Machen wir das zuerst. Dann sind die da hinten wenigstens hungrig. Nicht hungrig. Fleisch beladen. Fleisch entladen. Warten bis leer. Starten. Sehr gut. Achso, und ihr von hier... beladet euch mit Kleidung. Ihr entladet da. Ihr entladet da aber auch Kleidung. Ihr beladet und entladet Fleisch. Das. Und Nahrung. So, aber nur die Sachen. So, hier entladet ihr nur. Na, obwohl, sie entladen und beladen Fleisch. Das ist korrekt. Und hier nur die drei Sachen. Und hier nur die drei Sachen.
Waren das echt nur drei Sachen, die ich da drin hatte? Okay, muss ich gleich nochmal gucken. Und hier könnt ihr alles nur entladen. Oh. Dem fehlt natürlich auch noch Treibstoff. Alkohol, Kleidung, Elektronik. Ach, Alkohol wollte ich hier noch zwischenspeichern lassen. Ja, gut. Forschung abgeschlossen. Also langsam ist die Forschung leer gelaufen. Ja, elektronische Schaltkreise 1980 ist, glaube ich, ein Thema. So, du holst Laden, Nahrung, entladen, Nahrung, warten bis leer und ein Gebäude brennt. Jetzt bin ich... Nein, nicht löschen. Drücke mal darauf. Ich will manchmal das Auge erwischen und erwische es nicht. Sehr gut. Unsere kleine Feuerwache rettet uns hier hinten regelmäßig den Arsch. Wo ist jetzt der Nahrungstypi? So, entladen, warten bis leer, genau. Dann haben wir gesagt, du Kleidung, du müsstest eigentlich hier beladen mit Kleidung und entladen mit Kleidung. Es wird nur nicht klappen und warten bis leer, weil wir hier keine mehr drin haben. Das ist ein Problem. Weil hier keine mehr produziert wird, weil hier kein Stoff reinkommt. Weil hier ganz wenig Arbeiter reinkommen. Das müssen wir also hinbekommen. Und Elektronik beladen und Elektronik entladen, warten bis leer, starten. Lassen sich die Bots heute in Ruhe? Anscheinend. Das war gestern ein groß angelegter Angriff übrigens auf Twitch. Ich habe mindestens 20 Kanäle gesehen, die das heute als Thema hatten in ihren Social-Media-Sachen. Also, das war nicht ein Einzelfall. Ich glaube, das hatte fast jeder. Von daher. Ganz, ganz normal. Passiert. So ist es halt. So, Abwasser, Wasser haben sie. Sehr gut. Hier arbeiten noch zu viele vielleicht. Machen wir es mal 15 erstmal runter. Bis die ersten Sachen kommen. Dann kriegen die Nahrung. Dann geht das hinten auch voller, glaube ich, die Gebäude. Vielleicht ziehen die, glaube ich, auch aus, weil sie nicht genug Nahrung haben. Warum hat das Gebäude kein Trinkwasser? Weil das hier noch nicht fertig ist. Alles klar. Oh, dann würde ich sagen, ist alles gebaut, oder? Helikopter stehen still. Die stehen still. Dann haben wir den ersten Part erledigt. Jetzt müssen wir die Haltestellen machen. Ich hole mal hier 4. Und dann machen wir eine neue Route auf. Ich würde das chirurgisch angehen. Und den Bahnhof vielleicht als Umsteigepunkt zwischen den beiden Routen nehmen. Ich meine, einmal haben wir die und einmal haben wir die. Was ist das für eine Route? Die steuert alles irgendwie an, kann das sein? Und die nur den Teil. Was lasst ihr denn fahren? Achso, ihr holt Arbeiter ab. Okay, für die Arbeiter haben wir schon eine. Genau, die Arbeiter fahren die Route hier. 1, 2, 3, 4. Und dann gibt es hier noch eine Arbeiterroute. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir hier eine Arbeiterroute. Da kommen aber andere Busse zum Einsatz. Die können wir auch gleich holen. 1, 2, 3, 4 holen wir da mal. Die holen die denn von hier und bringen die nach da.
Aber damit hier wenigstens Beschäftigung herrscht. Ich meine, die Straße, jetzt bleibt sie fix, nicht? Die können wir bauen. Die wird sich nicht mehr ändern. Und die Fußwege, denke ich, sind auch fix. Die können wir also auch bauen. Korrekt. Oh, und dann eins nach dem anderen. Die Sonne scheint noch. Echt? Ich geh mal schlafen. Gute Nacht. Oh, dann schlaf schön. Ach, jetzt verstehe ich. Geh schlafen, obwohl die Sonne noch scheint. Ja, das ist blöd. Aber ich meine, Juli und Juni, da scheint die Sonne ja selbst, wenn du später ins Bett gehst. Von daher. Im Winter ist sie schnell genug früh weg und dann ärgern wir uns auch. Also ich mag es eigentlich, wenn sie länger da ist. Nur nicht, dass sie so warm da ist. Das ist falscher Breitengrad. Oder vielleicht doch nicht. Okay. Arbeitslosigkeit hoch. Ja, 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 wir kümmern uns ja drum. Ihr kriegt ja eure Busse. Genau. Erstmal die Arbeiterbusse fahren lassen. Ich glaube, das ist wichtiger. Und dann. Also, wir fahren die Station an, die Station an, die Station an. Erstmal, hier kommen ja noch zwei Stationen hin. Und dann fahren wir auf den Weg die theoretisch noch an. Dann fahren wir dahin. Können wir auf dem Weg noch eine andere mitnehmen? Ja, und zwar müssten wir eigentlich vor der 1 noch die hier mitnehmen. Das heißt, die 1 muss weg. Dann haben wir da sogar eine gute Station. Ja, das würde passen. So. Guck mal. Das ist die andere Station, ne? Nee. Das ist einfach nur der Bus oder so. Das ist die Station? Ich will aber die von dir wissen. Wie fährst du nochmal? So fährst du. Alles klar. Der fährt das an, der fährt auch das an. Ist, glaube ich, aber gar nicht schlecht, wenn das doppelt belegt ist. Dann fahren wir hier drüber zurück. Bin seit 4.30 Uhr wach. Und bin diese Woche auf einem Lehrgang. Ah, das sagtest du ja. Wenig Fahrrad, viel Lehrgang. Ah. Obwohl die Sonne scheint, dann ist es besonders ärgerlich. Nicht mal Gewitter, sodass man sagen kann, ach, ich sitze drinnen. Ein doofes Meeting oder ein doofer Lehrgang von mir aus. Draußen ist eh kein gutes Wetter. Da ist die Motivation eine andere, als wenn es draußen schön ist, nicht wahr? Okay, also der fährt jetzt hier rum. Und was hast du geladen? Das wollte ich gucken. Nur Arbeiter, und zwar alle Arbeiter. Und hier unbedingt aussteigen. Okay. Das machen wir dann hier genauso. Wäre cool, wenn man das kopieren könnte. Pro Einstellung halt. Ah, okay. Und dass man das vielleicht wie ein, eher wie ein Dings macht, ein Akkordeonmenü. Wäre halt auch eine coole Sache. So. Da haben wir die einen auf jeden Fall fertig. Dann gucken wir uns die Linie nochmal. Abstand. Ein Bus. Zwei Bus. Drei Bus. Vier Bus. So. Jetzt die Busse fahren, dann können wir auch sagen, Arbeiter dürfen hier warten und Arbeiter dürfen hier warten. So, dann sammeln die sich und dann kommen die Busse und alles wird schick. Der Lehrgang ist nicht doof, ich habe ihn mir freiwillig ausgesucht. Den mache ich in meiner Freizeit. Was? Crazy. Ich würde mir niemals freiwillig sowas aussuchen. Und dann irgendwo hinfahren. Oh. Ich habe damals den Ausbilderschein gemacht. Das war mir schon Reise genug. Und das war innerhalb von Berlin damals.
Ja, die Busse kommen gleich, da sind sie. Sehr schön. Ihr werdet mitgenommen. So, jetzt haben wir gesagt, diese gelben Busse, die müssen wir aufsplitten. Und das ist auch wichtig. Ich würde sagen, die 3 entfällt bei denen. Und vielleicht die 4. Ah, wir haben keinen Umsteigebahnhof. Für Studenten. Gut, wir wollen die ja auch gar nicht umsteigen lassen. Doch. Ach so, doch, wir können die in der anderen Route in die 2 werfen einfach. Oder in die 3, theoretisch. Die 3 wäre eine Sammelstelle, wo wir die alle hinbringen können. Dann würden die hier unten mit dem Zug später fahren. Eigentlich ist es schon richtig. Der fährt die da an. Und die andere fährt das einfach auch doppelt an. Und dann erweitern wir die später nach da hinten. Ich glaube, das ist okay. Ich meine, die funktioniert ja. Warum soll ich an der rütteln? Macht das bloß irgendwas kaputt am Ende? Okay, wir fahren das da an. 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 Dann fahren wir das da an und das da an. Oh, würde ich sagen. Dann fahren wir da einfach so eine schöne Kreisroute. Und lassen alles einsteigen, außer Arbeiter. Und umsteigen kann wer will, wo er will, wann er will, wie er will, was er will. Warum er will. Paruka will. Ausbilder für was? Na, Ausbilder. Ausbilder ist allgemeingültig. Gibt keinen Ausbilder für was Besonderes. Ausbilderschein ist erstmal grundsätzlich nicht an irgendwas gebunden. Du kannst dann zwar nur in deinem Beruf ausbilden, aber du kannst zum Beispiel auch durch Quereinstieg dann trotzdem ausbilden. Oder wenn eine andere Fachkraft vorhanden ist, kannst du auch ausbilden. Obwohl die Fachkraft nicht Ausbilder ist. Du bist dann nur für sowas wie Bücherführung der Azubis zuständig und Belange, wenn es denen irgendwie nicht gut geht oder sowas. Da bist du dann der Ansprechpartner. Was ist hier? Ja, okay. Stau, weil kein Dings reinkommt. Ja, gut. Ich hoffe, jetzt mit dem neuen Bussystem wird sich das alles ein bisschen verbessern. 98 Arbeiter schon. Wie fährt der denn eigentlich gerade? Der ist hier hinten schon voll gewesen. Wo er bei 1 und 2 war. Okay, was mit dir? Auch voll. Okay, das ist natürlich nicht so geil, wenn die hier voll sind. Der kommt auch schon mit 34 an. 36. Der kommt auch schon mit 98 an. Warum kommen die mit so viel? Bin ich mal gespannt. Entladen die sich hier nicht? Doch. Sagen wir wieder einsteigen aus Versehen bei der Route? Wir sagen bei der Route aus Versehen auch einsteigen. Nee, ihr sollt nur aussteigen an dieser Route. So. Und dann geben wir ein bisschen Gas drauf. Achso. Und wir dürfen sagen, ihr dürft jetzt hier stehen. Der Bahnhof ist für alle geöffnet. Die Bushaltestelle ist für alle geöffnet. Warum fahrt ihr nicht? Weil wir keinen Treibstoff haben. Das macht Sinn. Ja, wir brauchen diese Treibstoffverteilungsstation. Du machst eine Trainerlizenz fürs Rennradtraining. Oh, guck an. Ja, okay. Das ist ja dann doch vielleicht nochmal eine andere Motivation. Und ich bilde demnächst Rennradanfänger aus. Vielleicht mache ich auch Kindertrainings. Mal schauen. Okay, ich wusste nicht, dass man dafür
also einen Ausbilder machen kann, um jemanden auszubilden. Ich dachte, das ist sowas wie, ich kaufe mir ein Rad und fahre. Und dann ist gut. Vielleicht müssen wir auch den Bahnhof nach hier verlegen. Mit ein bisschen mehr... Ja, ich glaube, das müssen wir machen. Der war gut für den Anfang hier. Aber ich glaube nicht, dass er lange noch dem standhält, was wir hier brauchen. Das Blöde ist, der hier hat nach hinten keinen Ausgang. Wäre cool, wenn der hier einen Ausgang gehabt hätte. Man kann natürlich manuell... Wir könnten jetzt hier... sagen, wir gehen hier runter. Das müssen wir auch machen. Nicht? Wir müssen sagen, gehen hier runter, kommen hier hoch, gehen unten mit einem Tunnel drüber. Wir haben trotzdem sehr viele Arbeit dabei, was nicht schlecht ist. Das heißt, ja, guck mal, jetzt sind hier langsam wieder Arbeiter drin. Die anderen können sich die Arbeiter holen, wenn sie sie brauchen. Guck mal, wie das läuft. Rein, raus, kurz mal leer. Jetzt kommen wieder ganz viele rein. Jetzt kommen wieder gleich die Busse, die die rausholen. Ja, das ist auch ein Spielchen. Leicht überlastet die Busstation, würde ich fast sagen. Aber noch geht es. So, das heißt, auch hier dürften langsam wieder mehr und mehr Leute reinkommen mit den Bussen. 75 schon. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir 6% Arbeitslose. Besser ist es. Was sagen die Sachen hier hinten? Schüler, Lehrer reichen. Krankenhaus reicht. Einkaufszentrum funktioniert noch nicht. Ah, stimmt, weil Treibstoff fehlt. Wir liefern ja den Treibstoff hier hinten hin, aber der Verkehr ist... Einen können wir noch einnehmen, nicht? Okay, dann fahrt ihr den da noch an und ihr entladet einfach den ganzen Rest, den ihr habt. Wie? Die fahren von da... Die haben keinen Straßenanschluss. Okay, ja. Was sollen die machen? Aber ihr kriegt jetzt auch noch einen Anschluss hier irgendwie. Was hatten wir gesagt? Gerade. Und dann... irgendwie hier so. Ja. Okay. Aber das lassen wir auch noch kurz, solange wir was brauchen. Wenn man in Gruppen in sportlichem Tempo fegt, geht es ein paar einfache Grundlagen zu befolgen, sonst passieren schnell mal gefährliche Unfälle. Da hätte ich aber auch vermutet, dass die Gruppe, mit der du fährst, dann dafür verantwortlich ist, dir zu sagen, wie du dich zu verhalten hast. Das ist so ein, einfach so ein indirektes Wissen ist, was man bekommt. Aber heute haben wir noch nichts Fahrradspezifisches gemacht, sondern allgemeine Sporttrainingslehre. Das klingt wieder nicht so geil. So, begrün, 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 ihr kennt's. In die Ecken noch ein bisschen, komm. Bisschen noch in die Ecke. Hier, ja, sehr gut. Da in die Ecke, auch gut. Guck mal, wie schön das geht manchmal. Also fast ein Traum.
Wallo. Und Forschung ist abgeschlossen. Da können wir also auch weiter forschen. Dann Aluminiumoxid. Das erforschst du und du die Fahrzeugproduktion. Fahrzeuge gibt's schon, dann können wir die auch erforschen. Die ersten Gehwege sind fertig. Dann können wir die noch weitermachen. Jetzt mal den hier vorne, würde ich sagen. Oh, der hatte gar keinen Anschluss nach hier. Das würde natürlich noch Sinn machen, wenn wir das bekommen. Und die kleinen Wege hier auch gebaut werden. Und als nächstes dann die Wege hier. Schön ist es. Haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen Reserve, bis das hier voll läuft. Kein Fleisch bekommen. Jetzt, guck mal, Fleisch, Nahrung. Ihr könnt alles bekommen, was ihr wollt. Müsst halt nur rüberlaufen, einkaufen. Ah, die kommen da gar nicht ran. Doch, die kommen da ran. Oder es gibt... Ah, es gibt noch keinen Weg vielleicht. Den können wir noch schnell mit dazu packen. Ja, weil der Weg fehlt. Das ist das Thema an der Sache. Und hier können wir auch noch rüber. Und dann ist das neue Stadtviertel langsam auch fertig. Hier haben wir noch ein bisschen Reserve. Das kommt, wenn dann der Bahnhof hier fertig ist. Da stellen wir ein paar Gebäude hier einfach so, ja, so aneinander oder so. Mal gucken. ...5% Arbeitslose. Jetzt muss ich erstmal das hier hinten wieder regenerieren. Mit der Kleidung und dem Stoff. Das hier hat sich beruhigt. Genug Treibstoff ist hier drin. Wir müssen aufpassen, die Tankstellen, nicht dass die leer laufen. War an der Tankstelle schon viel los. Hier hinten hatte ich ja gesagt, eine Tankstelle wäre noch nicht verkehrt. Vielleicht genau hier zwischen. Hier hinter irgendwie. Ja, wäre ungünstig. Oder genau hier. Das ist genau der Platz für eine Tankstelle. Der passt wie Faust aufs Auge. Nicht wahr? Nein, Millimeter. Okay, wir können die Straße unten ja theoretisch auch ein bisschen umsetzen. Oder 30 Tonnen ist ein bisschen wenig. Was die mit 70 hier hin? Nee. Okay, die wäre schon Minimum, die hier hin müsste. Dann müssen wir kurz die Straße ein Mühe versetzen. So. Okay. Oder auch gar nicht versetzen. Sehr schön. Kiesstraße. Essen, Kleidung, jetzt ist alles hier drin. Sehr schön. Kein Essen und Fleisch, weil der Weg aktuell noch nicht funktioniert. Der wird aber funktionieren, wenn er gebaut ist. Jetzt ist der Weg gebaut, jetzt funktioniert's. Okay. Den Weg können wir aufbereiten. Den hier können wir noch aufbereiten. Der ist nicht ganz gerade, ne? Ein Gebäude brennt. Oh oh. Oh no. Ah, jetzt kommen zwei Feuerwehren. Von der Seite und von der Seite.
Weil sind beide gleich weit weg in etwa. Nicht gespannt. Ob und wann. Da, außer Stadt, die ist zuerst da. Hoffentlich reichen die. Wenn die nicht reichen. Ja, super. Dann würden die anderen jetzt auch noch kommen. Aber hat geklappt. Ich beschleunige mal ein bisschen. Sub, sub, sub. Dann kann sich das alles ein bisschen einleben und beruhigen. Und ich würde jetzt sagen, als nächstes bauen wir die Autobahntunnel. Dann haben wir die auch fertig. So. Wie viel Meter bauen die hier? Spiritualität. Essen, Fleisch, die meckern hier hinten. Kultur noch. Okay, Kultur war ein Ding. Da gebe ich denen sogar recht. Das ist die Frage. Theater der Republik. Vielleicht hier? So ein bisschen zentraler für mehr Leute. Ah, das wäre cool, wenn man so ein bisschen so ein Gelände und da drauf wird automatisch ein Gebäude gebaut. Ich hoffe, irgendwann wird es solche Spiele geben. So ein bisschen wie Manor Lords, wo man auch eher ein Gelände zieht und da drauf entsteht ein Gebäude, wobei das Gebäude halt trotzdem immer das gleiche ist. Das DDR-Kino könnten wir bauen. Was, glaube ich... Oh, das würde hier hinpassen. Oder hier hin. Hier wäre ein spitzes Gebäude halt cooler. Haben wir denn da? Pyramidenmuseum? Boah. Wenn das nur nicht eckig wäre, nicht? Warum immer die Grundrisse nicht am Gebäude angepasst sind, ist ein bisschen blöd. Museum der Republik. Theater der Republik. Galerie der Kunst. Das Kino hier funktionierte nicht. Greenhouse. Das kommt irgendwann ran. Palast des Kommunismus. Auch ein bisschen übertrieben. Museum des nationalen Aufstandes. Sowas gibt es bei mir nicht. Nationaler Aufstand. Passt aber auch nicht. Das Amphitheater nicht. Ja, das Kino haben wir vorne schon gebaut. Das will ich jetzt nicht nochmal haben. Das Ding ist vielleicht ein bisschen zu groß. Das Ding ist... auch ein bisschen zu groß. Aber nur ein bisschen. Hier ist ein bisschen zu klein. Eigentlich bleibt nur das DDR-Museum, nicht wahr? Ja, wäre schon der richtige Ort. Klitzekleines bisschen zu groß. Ja. Details. Details. Ich denke, das wird's hier. Ich meine, da ist ein Bahnhof. Besser geht's ja eigentlich gar nicht. Dann können die Leute dann da vorbei zur Not. Ich denke, das passt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir hier einen Weg vorbeikriegen. Ja, ich glaube, ich habe das vielleicht ein bisschen zu optimistisch gesetzt. Andererseits kommen wir hier eh nicht mit dem Weg ran, anscheinend. Nicht mal da. Nicht mal da. Komm, aber rauskommen wir. Aber warum kannst du dich nicht miteinander verbinden? Weil ihr wollt einfach nicht. Ihr Böse. Okay. Kommen wir denn hier irgendwie rum? Jo. Das geht aber. Ja, dann machen wir es halt so. Wir finden immer einen Weg, nicht wahr? Und hier hinterdurch kriege ich, glaube ich, keinen Weg.
Ja, brauche ich aber auch nicht. Nicht, das Ding hat ja in alle Richtungen Anschlüsse. Hier wäre aber vielleicht noch ein Anschluss. Na gut, der Bahnhof ist ja da angeschlossen. Und hier können wir noch einen kleinen Platz draus machen, hoffentlich. Vielleicht wieder so einen schönen Brunnen. Ja, ein Brunnen passt Minimum hin. Und irgendeine schöne Skulptur oder sowas noch. Ey, die passt natürlich nicht mehr hin. Das ist schade, dass sowas dann immer verschenkter Platz ist. Was mit der ewigen Flamme? Ah, auch nicht. Aber wir können... Stau. Neuer Fahrzeugtyp, Stau. Ah ja, die Dinger. Das ist okay. Wir können noch ein paar Blumenbeete setzen, nicht wahr? Die gehen immer. Monument. Seite 2. Und hier vielleicht auch ein paar Flaggen noch. Ja, die gehen auch immer. Da gehen sie nicht hin, weil wenn der Weg nicht automatisch entsteht, dann werden sie auch nicht gebaut. Gut. Nicht so. Okay, nein. Geht wahrscheinlich doch nicht an die Stelle. Ist blöd, dass er es anzeigt, wenn es dann am Ende doch nicht geht. Manchmal kann man den Weg nachziehen, aber meistens nicht. Kriegen wir auf der Seite auch noch welche hin? Mal sind die... Oh, kriegen wir die vielleicht... Ja, ja, ja. Wartet, ich sehe es. Auf die Höhe hier. So. Und jetzt umdrehen. Der Brunnen müsste einen Ticken... Ticken noch nach links, wenn es geht. Das wäre dann sehr geil. Okay, gucken wir mal, ob wir das schaffen. Die anderen Sachen machen wir selber. Gute Nacht, Lightro. Die Sonne ist weg. Ja, da kann man besser schlafen. Dann viel Erfolg auf deinem Seminar. Oder deiner Fortbildung. Und lass dir die Sonne nicht zum Kopf steigen. Ist jetzt nicht viel, aber ich glaube, ein bisschen besser sieht das aus. Ein bisschen gleichmäßiger. Dann, oh, hier vor, so diesen kleinen Kiosk. Ja, 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 dass das aussieht wie so ein Einlassding vielleicht. Die machen wir hier überall davor. Sofern da Platz ist. Okay, hier kann ich irgendwie nicht keine Wege bauen. Ja, leider kann ich die ganzen kleinen Deko-Sachen im realistischen Modus nicht setzen. Aber hier kann noch so ein... Ja, wie so ein Plakat vielleicht. Ja, das ist doch nicht schlecht. Was ist heute im Kino? Unsere großartige Partei. Es muss so richtig strotzen vor Dekadenz, diese Ecke hier. Und direkt auch, dass man vom Bahnhof sieht, um was es geht. Perfekt.
Oh, hier ist da ein Punkt. Da ist kein Punkt. Da komme ich nicht so schön rüber. Ohne da so einen hässlichen Knick zu haben. Das gefällt mir natürlich nicht so. Dann lasse ich es. Dann gehen wir hier rüber, oder? Ah, das will er nicht. Okay, dann will ich das auch nicht. Ah, dann machen wir es doch da. Da kommen sie rüber, da kommen sie rüber, hier kommen sie rüber. Passt. ...1656 Arbeitstage noch. Aber dann haben sie wenigstens Kultur hier hinten in der Ecke. Ich meine, hier kommen ja auch noch mal einige Einwohner hin. Kindergarten reicht noch, Schule reicht noch, Krankenhaus reicht noch, Alkohol reicht noch. Okay. Kleidung fehlt. Aber Zufriedenheit ist einigermaßen okay. Sättigung ist okay, Sportgenuss ist okay. Kirche fehlte denen hier hinten. Ah. Ah. Ich meine, die haben da eine Kirche. Die müssen. Ah, aber die hat keinen Eingang. Ah, der Eingang fehlt. Ja, das kann natürlich durchaus ein Problem sein. Okay. Bahnhöfe sind vorgesehen und ich würde sagen, wir fangen langsam an, wenn wir mehr Einwohner haben. Ich glaube, wir bauen noch erst ein Stadtviertel mit der Eisenbahn. Bis gleich.